Hey, wo steckt ihr denn? Auf dem Dach bin ich und Max und Roxy kommen gerade. Ah, alles klar. Okay. Ja. Hi. Was geht? Na ihr? Na du? Wie geht's euch? Ja, so weit, so gut. Ezekiel. Geht ab. Oh fuck. Alter. Vorsicht. Easy abgerollt, Alter. Alles frisch? Ja. Ja, Mit weit. 300 Euro Günther. Leichter. Günstiger. 3.500 Dollar leichter als vorher. Was? Ja. Hast du nur machen lassen? Die Bremsen aber am Slam werden. Warum das? Damit er überhaupt Bremsen hat. Ich hab gestern Dings heimgefahren, Sinn. Ne? Ich habe an der Tanke angefangen zu bremsen und stand gerade so im Stoppschild. Was? Du Scheiße. Alter, den will ich mal fahren, Alter. Nee, den willst du nicht fahren. Der geht ja nicht mehr. Er ist jetzt in der Ja. Werkstatt für die Bremsen. Schade. In der Die Hoffnung, dass sie Erfahrung. funktionieren, dass es was bringt. So. Und du hattest Willst einen du die Anruf von anrufen? wen? Wen wohl? Die Idioten? Ich rufe einen Scheißreck an. Telefonier mit der, nicht Mail. Wir reden nicht mehr mit denen. Okay. Das wurde, war, also, hast alles richtig gemacht. Donny hat gesagt, wir ignorieren die. Fertig. Wir können darüber reden, ob wir reden, wenn jeder aufs Maul bekommen hat für die Aktion. Und aufs Maul, wenn ich nicht nur einfach aufs Maul, sondern, ne? Wenn jeder geblutet hat. Wenn die Rache durch ist, dann können wir, und der Lost dann auf Knien ankommt, dann können wir reden, ja. Ihnen Überreste war ja davon. scheinbar klar geworden, dass es nicht so smart war, aber ja. Keine Ahnung, Mann. Würde sie gerne anrufen und ihr sagen, es werden Monate oder es werden Tage und Wochen ins Land gehen, in denen gar nichts passieren wird und ihr werdet euer Leben ganz normal führen, aber irgendwann kommt der Tag, an dem eure fucking Welt brennen wird. Das würde ich eigentlich gern tun, aber ich. Ist okay. Nicht zu viel verraten. Aber ich setze mich unten ans Feuer. Jo. Ja, nochmal. Loki und ich müssen gleich nochmal los. Ihr hattet gestern ein Treffen noch, ne? Ja. Das? Gut gelaufen. Den wird sich mit dem nächste Woche prügeln. Wir geben den noch zwei Flaschen Moonshine und dann ist das Thema durch. Auch wenn Sinn gewinnt, ja? Ich hoff's. Ich habe jetzt mein Möglichstes getan. Die haben sich extrem darüber aufgeregt, dass wir alle Knarren hatten, aber. Ja, aber ne, bist es halt auch ein bisschen, also ne, ein bisschen Wenn mitspielen. Donny darüber noch reden will, dann kann er mit denen ja darüber reden. Aber erstmal das Angebot für weißen Frieden steht, liegt jetzt in deren Hand. Naja, aber finde ich vernünftig. Ich nicht. Also doch, ja, es ist jetzt das Beste, was wir tun konnten, aber. Ja, wenn wir keinen Krieg mit den Lost hätten und wenn uns die Cops nicht so auf die Eier gehen würden, dann hätte ich Ja. da ganz klar für was anderes gestimmt. Aber jetzt gerade ist es Ja. nötig. Ich rede von der aktuellen Situation. Ja. Naja, ich gehe mal die Schlüssel holen. Wir müssen gleich nochmal los.
Ich gehe jetzt eben pinkeln, Beb, ich muss dir dann gleich noch was erzählen. Ja, mach das. Du bist bis Samstag ausgeschaltet sozusagen, ne? Ich habe am Samstag meinen Nachttermin, ja. Okay. Ist ja nicht mehr so lange. Mir geht, also es tut weniger weh. Ja. Ich könnte aber denken, dass ich heute eine Schwellschwelle reingeschmissen habe. Aber ja. Vielleicht kann ich demnächst auch ohne Krücken laufen. Gucken. Ja, mach's nicht zu früh, ne? Ja. Kommt denn da? ETF? Ups. Ja. Ist sauber? Ja. Dann geht runter ganz normal. Verhaltet euch einfach ganz normal. Vier Wagen. Wirklich, ist auf dem Klo. Ja. Ja. Ja, wir haben es mitgekriegt, wir sind im Klo. Geh mal mit denen reden. Hier bleiben oder? Am Stock. Mein Gott. Warum ist es denn so eilig? Bin ich gerannt irgendwie? Setzen Sie sich mal hin, bitte. Sie auch hier, Sie zwei. Keine Sorge, diesmal sind wir nicht wegen Ihnen hier, sondern weil Sie die Opfer sind. Setzen Sie sich mal hin, wenn es geht. Einfach auf die Bank, auf die Couch. Bevor es sich erschreckt, da drin ist gerade noch eine Dame auf dem Klo. Ja, darum bin ich zur Tür. Gut. Nehmen Sie mal Platz, ja? Ja. Nach Ihnen im Überblick. Okay. Also, warum wir hier sind, vor etwa, ich weiß gar nicht, 2-3 Tagen gab es ja hier einen größeren Polizeieinsatz, wo ja einige Personen von Ihnen hier brutal niedergestochen wurden. Wir hatten teilweise schwere Verletzungen, dass einige Leute beinahe ums Leben gekommen sind. Da waren Schnittverletzungen im Hals, Schussverletzungen und ähnliches. So, ja, Sie sind jetzt hier die Geschädigten. Ich weiß, Sie werden natürlich keine Anzeige erstatten, Sie werden auch nicht mit uns reden. Aber wir haben in den letzten... Wir haben in den letzten Tagen, beziehungsweise in diesem Jahr ist das eigentlich einer der heftigsten Einsätze, ja, von dem Gewaltgrad her und von der Anzahl der Opfer, weshalb wir jetzt einmal nachproduzieren müssen für uns, was hier passiert ist. Ja. Sie können da sitzen bleiben, wäre auch gut, wenn Sie das einfach machen würden. Sie werden jetzt auch nicht durchsucht oder so. Und hier prinzipiell darum, einfach mal nochmal die Gegebenheiten zu checken, okay? Guten Abend. Und? Hast du verstanden, was ich Ihnen gesagt habe? Jojo. Ja. Sehr gut. Okay, Frohle, kommen Sie mal her. Klar. Wie geht's? Bei dem einen. Prachtvoll. Geht so. Und selbst, Frau Brooks? Ja, ganz gut. Ja, voll. Sie hat mich immer wieder vorbei. Friedliche Absicht. Warum fährt denn da jemand auf den Hinterhof? Kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen. Wie gesagt, ich bin ja nur dabei. Okay. Hm. Ja, ich irgendwas hier wegfahren sollen oder so, müsst ihr das sagen, ne? Hm. Ich glaube, wenn es Winchester gibt, dann rankommen. Sagt der Kumpel schnell schon, was er braucht. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, nur bevor ihr irgendeine Karre abschleppt, könnt ihr mit uns reden. Das war die. Ja, klar. Also, es gibt ja gerade gar keine Grundlage, irgendwas abzuschleppen. Okay, gut. Ob es eine Grundlage gibt oder ob der Commissioner seinen Willen durchsetzt, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, da gebe ich Ihnen leider recht. Ja, was soll ich da jetzt sagen? Ich könnte Ihnen jetzt sagen, ich würde mich gegen den Commissioner durchsetzen, aber wir wüssten alle, dass es wäre. Also, es wäre halt einfach gelogen. Ja, ich bin heute Abend noch bei einer Aussage. Sind Sie da zufällig auch? Bei wem haben Sie den Termin? Ich keine Ahnung. Moment. Und 22.30 Uhr im Vespucci Police Department. Achso, nee, da bin ich nicht dabei. Machen dann die Kollegen von der Police. Also ich habe die Vorlage vom District Attorney's Office, ja. Okay. Ach stimmt, wir sind ja jetzt im VPD. Oh Gott, bin ich dumm. Ja, sorry, wir sind gestern umgezogen, wir sitzen jetzt auch im VPD. Ich muss erst noch klarkommen. Das ist alles neu. Um wie viel? 22.30 Uhr? Ja.
Oh nee, da bin ich schon außer Dienst, ich kann heute nicht so lang bleiben. Mr. Torres, kann das sein? Ja, genau, das ist, ja. Der macht das dann sicherlich mit einem anderen Kollegen. Ich hoffe, ich bin dann schon im Bett. Ich war ja auch schon mal privat, das ist aber schon echt lang her. Hatten Sie nicht auch letztens Jahr Auszusuchungen gemacht? Genau, ja. Setz dich. Ja, ihr wisst, ihr könnt einfach anrufen, ja? Wenn ihr vorbeikommen wollt, das ist gar kein Thema. Ja nicht. Du hast einen Termin, ne? Ich hab, Hä? Hab ich? Weiß ich nicht. Ich überleg gerade, jetzt machst du mich ein bisschen kirre. Ich dachte, du hast was gesagt. Gerade eben. Bevor die Blaulichtparty hier anging. Achso, ne, den hab ich. Ja, passt so, bleiben Sie da stehen, fahren Sie nicht Motorrad um. Wir wollen ja hier, ne? So, kommen Sie raus. Lass uns das Auto erst so stehen. Er kann halt nicht lassen, Alter. Er kann es nicht lassen. Bleib locker, mein Gott. Naja, ich hoffe, dass Sie bei den Hausdurchsuchungen, die letztens stattfanden, also gemerkt haben, dass die Staatsanwaltschaft hier lag der Press, hier. Ja, Arbeitsansatz verfolgt als State Police. Einer vor der Tür. Kann man arbeiten. Ja, finde ich auch. Einer lag vor der Tür. Darum sag ich ja, so, solange man uns nicht auf den falschen Fuß erwischt, ja, oder uns irgendwie in Ansatzweise auch nur ansatzweise dumm kommt, kann man ja auch mit uns reden. Ist jetzt nicht so, dass wir überhaupt nicht reden würden. Nicht so. Die Cops sagen immer, wir sind nicht alle gleich, ja? Weil ich bin jetzt, ich habe keine Ahnung, wie viel Vollbesetzung dieses MCs ist. Wer dem auf die Idee kommt, dass wir mit uns vielleicht auch anders umgehen können? Mit den alten Mayhems, wie ich immer Payne, höre. Sie kommen mal her zu mir, Payne. Sie kommen mal zu mir, Payne. Sie sind hier. Also wie gesagt, zur Arbeit von der State Police kann Ihnen wirklich nichts sagen. Ja, ist gut. Ne? Ich arbeite so, wie ich das für richtig empfinde. Okay. Und versuche das in der Staatsanwaltschaft so durchzusetzen, also zumindest in meiner Abteilung. Und entschuldigen Sie bitte, das war dringend. Ist gut. Will ich wissen, was Sie da gerade nachstellt? So angehört, Der Vorfall von neulich. Das habe ich mitbekommen. Ich probiere nur nachzuvollziehen, was sich hier gerade veranstaltet. Ich war ja nicht hier, von daher ist es mal interessant zu sehen jetzt eigentlich. Ja, machen Sie mal. Ja, ich weiß auch, ich habe das auch nur so tatsächlich aus den Medien erfahren und da steht ja immer, naja, wenn man dem nicht glauben möchte, weiß ich nicht. Was ich gerade verstanden habe, ist, dass er der Press ist anscheinend gerade. Das habe ich auch gehört, ja. Waren Sie dabei? Ich darf nicht umsonst am Stock, ja? Ja, Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Geht dann erstmal gute Besserung. Ja, wenn Sie irgendwas dazu beitragen können, dann können Sie das gerne sagen, also, wenn Sie möchten. Nö, wenn alles irgendwas gut. Falsch läuft. Nö. Also, ja, falsch laufen tut einiges, aber nicht unbedingt hier. Ja, ich meine jetzt gerade hier bei dieser Nachstellung. Ich glaube, wenn wir das jetzt grundlegend diskutieren wollen, dann sitzen wir übermorgen noch hier. Das ist richtig.
Die Info hat Landeshead Police. Wie kann ich helfen? Das müssten Sie, ja, müssen zum VPD kommen und da vorne ist auf jeden Fall jemand an der Theke, der da weiterhelfen kann. Jo. Alles klar, super. Ciao. Das sieht so aus, als würde das Yellow demnächst keine Kunden mehr bekommen. Sollen wir vielleicht auf die große Couch? Da können wir uns auch alle setzen. Ja, ja, was geht, Leute? Jo. Jo, hey. Das geht. Komm mit. Mal durch da. Musst du mit rüber? Es sieht ein bisschen so aus, als ob sie das nachstellen von neulich hier. Macht aber nicht zu laut, Mann. Geht uns gar nichts an hier, wir richtig. Quatschen da überhaupt so. Das hat einfach unkommentiert, die machen ihren Job fertig aus. Wir machen jetzt die Rekonstruktion. Einmal bitte aufpassen. So.
Fahrt ruhig. Yo, Pex. Ja, tun sie dies. Und was spielen die hier für ein Spiel? Die stellen die Schlacht von Gettysburg nach, weißt du?
Dumm die dumm. Hallo. Wir würden einmal die Personalien von Ihnen nochmal aufnehmen. Okay, warum? Genau, von jedem Einzelnen. Wieso? Warum denn das jetzt? Weil das eine Anweisung ist. Ja, aber wir wollen uns ja noch mit euch unterhalten. Wird ja nichts passieren, so. Okay? Aber warum braucht ihr jetzt schon wieder... Wir machen. Gut. Ist ja in eurem Interesse auch, ne? Ja, aber wir haben doch alles gemacht, was ihr wolltet, so. Wir sind uns, haben ja, unsere klar. Leute direkt beruhigt, so. Ich... Ja, also es wird ja auch mitgenommen oder sowas. Wir wollen uns noch mal ganz kurz, ne, einzeln mit euch unterhalten, wenn das okay ist, okay? Ja, das wird keine Handschellen bekommen. Ja, ja, wenn, könnt mit mir, ne, anfangen, alles gut. Wohin? Okay, cool. Gut. Ich nehme dir zwei Kollegen bitte. Einmal mal zur Seite und so weiter. Oh, das wäre nett. Dafür braucht ihr unsere Ausweise, oder was? Die Leute sind verletzt. Wie bitte? Dafür braucht ihr unsere Ausweise oder was? Damit ihr uns mit Namen ansprechen könnt oder ja, wie? Ja, du weißt doch, wie das ist. Call dies, das. Ich weiß, wer du bist, aber, ne? Die Kollegen vielleicht nicht, okay? So, dann können wir kurz mit, bitte. Ja. Einer kann ja auch schon mit mir und dem Kollegen mitkommen, gerne. Schnauze halten. Ja. Kollege, einmal mitkommen. Geh mit Stück zur Seite. Sonst kann auch gerne einer mit mir und dem Kollegen mitkommen. So. Also vorab, ich war zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, überhaupt gar nicht hier. Also ich glaube, es ist völlig uninteressant. Das verstehe ich, aber weisen Sie sich bitte einfach wenigstens aus, dass Sie heute hier waren. Ja, ja, klar. So, nur fürs Protokoll. Ja, wie spricht man das aus? Clayburn? Clyburn. Clyburn. Okay, und der Vorname? Lorcan? Richtig. Oh, Barkert, okay. So, dann habe ich Ihre Personalien. Und Sie waren an dem besagten Tag nicht dabei? Richtig. Richtig. Das notiere ich so. Wie war Ihr Name noch? Der Herr? Lorcan Clyburn. Okay, danke. Ja, ich bin zu spät dazu gestoßen, tut mir leid. Gut. Dann gehe ich auch recht in der Ausnahme, dass Sie keine Anzeige erstatten möchten. Sie waren ja nicht dabei. Richtig. Dann habe ich das so mit. Klar. So, falls Sie wissen wollen, mit wem Sie gesprochen haben, falls es irgendwelche Rückfragen oder so gibt, ich bin die 287 Winchester. Mein Kollege darf, wenn er möchte, sich auch eben noch der Form halber vorstellen. Ich bin die 292 Bella. Okay, bei Ihnen steht aber 487. Ach ja, ich bin die 487, das stimmt. Okay. Ist immer noch manchmal ein bisschen ungewohnt. Ich war vorher die 287. Ah, verstehe. Alles klar. Noch was? Hey, also nein. Danke für Ihre Kooperativität. Na klar, dafür nicht. Sehr, sehr vielen Dank. Arigato. Dann dürfen Sie schon zur Seite gehen. Ja. Irgendwo, wo noch Platz ist hier. Ja. Alles klar.
Und dann wünsche ich Ihnen allen eine gute Besserung und vielen Dank für Ihre Kooperation und Entschuldigung für die Störung, ja? Machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Guten Abend. Ciao. Guten Abend, ciao. Tschüss. Wurdet ihr alle gefragt, ob ihr Anzeige erstatten wollt? Ja. Ja. Ja, na ja. Noch Max? Was hast du dazu gesagt? Schönes Wetter hier, ne? Mhm. Ja. So frisch. Bewegend. Wir beide müssen mal noch kurz gehen. Ich gehe hoch. Macht so. Wo sind Pax und Dallas jetzt hin? Die sind nach hinten, also die kamen mir entgegen. Oh ja, weil sie irgendwie meint, sie können fahren oder so? Keine Ahnung. Haben die nicht heute schon ihre Nachuntersuchung? Stimmt, ja klar. Ja, dann machen die das wohl.
Kannst, ihr könnt ruhig rankommen, wir sind schon durch. Wir haben die Sachen, also die Knarren jetzt, einer habe ich verstanden, der Rest liegt bei Loki. Weil Loki an dem Abend nicht da war und somit nicht auf dem Schirm ist. Wir haben sie nicht in die Wohnung von Sinn gemacht, eben Sinn an dem Abend auch auf die Fresse bekommen hat. Wenn die jetzt auf die Idee kommen, alle unsere Wohnungen zu durchsuchen, wäre halt blöd. Sobald das durch ist und Sinn nicht mehr auf dem Radar ist, überlegt, ob wir vielleicht mit Donny quatschen, ob Sinn sich als Opfer outet bei der ganzen Sache und nur da gearbeitet hat und eigentlich nichts mit der Sache zu tun hatte. Weißt du, wie ich meine? Denn sie hat keine Kutte, von daher ist sie da flexibler. Ich würde jetzt erstmal abwarten. Man kann mit Donny drüber sprechen. Ja. Dann wäre halt die außen vor, verstehst du? Darum geht's mir ja. Die Wohnung liegt eigentlich ziemlich geil. Die ist auch ziemlich cool. Aber aktuell habe ich die Sachen jetzt Loki eingelagert, aber die packen wir gleich wieder in den Speedo. Das ist einfach am sichersten. Ansonsten, naja, gucken wir, dass wir erst wieder alle fit werden und dann, Ja. Warum macht das nicht Sinn, wenn wir eine Wohle haben, die so gar nicht mit uns in Verbindung steht, mit niemandem von uns? Erleuchte mich. Naja, ich könnte vielleicht jemanden fragen, ob die es schaffen, ins Handy was anzumieten und ich dann einfach den Schlüssel bekomme, den einzigen. Und die kriegen dann einfach nur regelmäßig das Geld. Name? Reno Carino. Wie gut kennst du die? Sehr gut. Wie steht die zu den Cops? Sie weiß auf jeden Fall, dass sie die Klappe halten muss. Generell. Also, sie mag sie nicht besonders, sie ist jetzt auch nicht. Also, sie hat kein Problem mit denen, aber. Das Ding ist, ich traue halt niemandem, der sich nicht für uns irgendwann mal die Hände schmutzig gemacht hat, in irgendeiner Art und Weise, weißt du? Verstehe ich. Würdest du jemandem trauen, der sich für mich die Hände schmutzig gemacht hat? Ich rede, jemand von uns, meine ich, für den MC. Weil da steht auch die Zukunft des MCs auf dem Spiel. Ja, klar. Ich kenne die nicht, von daher schwierig. Das heißt nicht, dass ich dir nicht vertraue oder deinem Urteil, aber... Aber doch nur die Fresse aufreißen, selbst wenn die keinen Schlüssel haben, dann stürmen die das Ding, ne, knallen die Tür auf und dann, ne, Abfahrt. Ja, ja, schon klar. Ich sehe das auch schwierig. Aber das ist halt genau der Punkt, eben weil sie niemand auf den Schirm hat. Weil ich mit solchen Kontakten generell so vorsichtig umgehe. Und die mit mir. Aber weißt du, mit wem die noch Kontakt hat? Zu 100%? Weißt du, kennst du jede Person, mit der die zu tun hat? Nein. Siehst du? Und da ist schon das nächste Problem, weil zack hat die irgendeinen Freund, der irgendeine Scheiße baut in der Stadt.
Und schon stehen die Cops wegen irgendeiner anderen Sache bei der in der Bude in Sandy. Und wir können nicht reagieren, weil wir es nicht wissen. Ja, aber das ist nicht so eine Person. Die hat keine Freunde. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Das Risiko ist zu hoch. Mhm. Hatte einer von euch mit Harry gesprochen? Von den Wolves? Ich habe mit Silas gesprochen. Warum? Weil Harry mich heute um 6 angerufen hat. Nein. Okay. Besuch? Roxy. Alles gut. Ja, siehst du, so einfach geht das. Andere fangen wegen so einer Scheiße einen Krieg an, aber hey. Ja, dann hat sich Foley irgendwann mal aufgeschrieben, dass du Press warst, als du Press warst. Ja, bei der 1026. Also, ne, hat sowieso seine Aussage. Bei dem Ding, wo die uns halt gestoppt haben. Ja. Aber ich ruf mal ganz kurz die Anwältin an. Besser ist das. Das wird nämlich eine größere Sache. Mal gerade gucken, was Dio und heute meine. Guck mal, was Dio und Pex droht übrigens. Ja. Wir können ja eigentlich nicht. Wem? Wenn der Schochspurentest positiv ist. Ich meine, die haben ja nichts gefunden. Ja, das Problem ist aber, die können Max und Pax halt was. Ja. 1 Absatz 2, illegale Waffen. Bis zu 2500 und 150. 1, 5 bis 2, 5 und 45 bis 150. Also easy. So, noch nicht easy, aber du weißt. Ja, du bist irgendwie nicht ein paar Wochen weg oder so. Mann. Das ist jetzt nur für den Besitz, ne? Ja. Mhm. Manchmal auch Spontest ist auf jeden Fall negativ. Außer, ja? Ja, können das zu das was anderem aus, zuordnen. Genau. Außer meins benutzt. Es ist halt, wenn du eine der Knarren hattest, die benutzt wurden an dem Tag, haben wir ein Problem. Ja, das lässt sich halt schwer nachvollziehen, nachdem die alle, ne, fünfmal gemischt wurden. Ja, müssen wir jetzt gucken, ob wir Glück haben. Da können wir leider nur abwarten. Dumm wäre es halt, wenn Pex eine hat, weil dann ist er am Arsch. Der war nämlich an dem Tag dabei und wenn der eine der Tatwaffen hatte, dann ist er dran. Und dann sind wir anderen auch wieder im Fokus, weißt du, wie ich meine? Boah, das ist, klingt, Das ist eine Glückssache. Ja. Roxy, hast du meinen Ring eigentlich noch?
Der liegt immer noch im Auto, der hat sich da nicht wegbewegt. Okay. Ja, Loki, dann lass uns doch das schon mal machen, was wir noch vorhatten. Derzeit, wo wir hier noch rumstehen. Yep. Ja, dann lass mich mitkommen, weil wir müssen dann nochmal bei mir halten. Ich habe noch 2 Magazine gefunden. Okay. Hast du die Karte? Ja, aber ich habe den Speedo-Schlüssel nicht. Oh shit. Ja, hab ich vergessen. Prospekt. Hä? Kann er nicht. Nee, ich komme da nicht ran. Fuck you. Jetzt hätte ich mich ja bewegt, aber. Nein, geht halt nicht. Kann ich auch nichts für. Und sonst, wie läuft's bei dir? Bist du zufrieden oder? Ja. Die Sache mit dem Setlied und der Sul hast du kapiert, oder? Ja. Ihr müsst da halt extrem. Alter, ich kann dir eins sagen, so glaub mir, als ich Azul kennengelernt habe, war ich ja Hänger hier, ne? Ich hatte noch keine Kutte an. Und das ist für mich heute immer noch schwer, mit Azul in normalen Situationen zu kommunizieren, wenn ich bei der bin oder so. Weil sie halt neben meiner Freundin noch Setlead ist, so. Also ihr müsst da geisteskrank vorsichtig sein, was ihr sagt. Ja. Die kriegt auch, also ich hab da immer noch Stress mit. Und ich hab teilweise, es gab Abende, an denen habe ich jeden Satz begonnen mit, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten oder ich will dich nicht beleidigen. Den ganzen Abend. Oh je, ja. Verstehe ich. Das ist halt die Krux an der Sache, so. Mhm. Hast du? Geilomatico. Wo fährst du hin? Zu Elva. Achso, stimmt, wir wollten da zuerst hin, ne? Okay. Wir müssen auch noch bei mir kurz halten, wir müssen auch noch was abholen. Sammel dich gleich wieder ein. Smart, ne? Ja, schon. Den Tulip einfach. Oh ja.
Ja, lass geht mich. Schon mal durch. Provozier mich nicht, ey. Produzier mich nicht. Geht mal euch. Wie sie selbstverständlich einfach ins Schlafzimmer geht. Ach so, ich sollte vielleicht aufschließen. Ja, eine Idee, Mann, ja. Mhm. Lasse. Oh, da ist noch einer. Die schwarze Tasche oben ist leer, das ist meine. Ja, jemand muss sich das Mac noch schnappen, das kriege ich hier nicht mehr unter. Ja, ich mach das schon. Gut. Da kriegen wir mal direkt den Nico. Yep. So, machen wir alles. Haben wir? Jo. Okay. Weg, ey. Was ist? Ich hab gesagt, schnell weg mit dem. Was ist los? Nix, nix. Ja, will jemand mal hinten einsteigen vielleicht? Steig doch schon mal ein hinten. Geht auch nicht. Du abschließt, du Vogel. Ah ja, ich hab ja... Ja, jetzt, probier doch mal jetzt. Sag mal. Ich weiß ganz genau. Jetzt ich hab doch... Ah, jetzt, ja, danke. Danke, Eva. Danke. Hä? Fick dich. Ja, egal. Hä, nee. Alter, Leute. Manchmal ist die Luft ein bisschen schwierig. Wisst ihr, dann... Ah, ja, ich weiß überhaupt nicht, was los ist, aber es ist okay. Die Verwirrung ist verwirrt. Ich hab gerade den Tulip vor lauter Staub nicht gesehen, wisst ihr? Ach so. Arschloch, fick dich, ey. Sau geil, weißt du? Ich steh da hilflos. Ist halt dunkel, ne? So ein schwarzer Wagen ist schwierig. Ja, genau. Einfach schön. Dass James dich aus dem Staub gemacht hat, hab ich erzählt, oder? Oder ja, hab ich das nur Max erzählt? Ich dachte, er ist einfach nur ein bisschen nicht da. Nein. Wie aus dem Staub? Wie jetzt? Nur Max erzählt, Mann. Die Tür weg. Ganz weg. Ja, der. Deswegen sind seine Autos weg. Gewundert. Er hat sich, keine Ahnung, aus dem Staub gemacht. Das, keine Ahnung, hat mir alles erzählt. Alice hat auch nur einen Brief bekommen und manche haben eine SMS noch bekommen und ja. Oh. Dann hatte ich das nur Max an dem Abend gesagt. Ja, dann hat es ja auch schon geknallt. Deswegen sind die Fahrzeuge bei ihm nicht mehr vor dem Haus. Ich hab mich schon gewundert. Dann mach mal die auf, die Mühle, die. Oh je, Alter, wenn ich das sehe, ey. Liegt da 6 Elemon drin, kann das sein? Ja, der liegt da. Oder? Der liegt da drin, ja. Ja, die eine Sache gefällt mir auch nicht, dass wir immer noch haben. Ja, das denke ich mir die ganze Zeit, Alter. Dass wir die noch haben, finde ich sehr schwierig. Ja, warte mal, ich mach die Knarren mal alle in eine Tasche. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch eine Tasche reinkriegen. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Hab alles abgelegt.
Gott, wenn ich die Ordnung sehe, Alter. Kriege ich einen innerlichen Schreikrampf. Luki, hol dir mal die Tasche oben rechts, bitte. Diese, und guck, sag mir mal, was da drin ist. Rechts. Die ist leer. Dann hol ja. die gerade schon mal da raus. Hab ich. Halt die mal. Halt die. Klasse. So. Machen wir hier zu den Knarren, machen wir die beiden Klappmesser noch. Dann haben wir hier auch nochmal Platz. So. Was ist denn jetzt los? Warum geht die da nicht mehr rein? Zuvor. Hol mal irgendeine andere Tasche raus, bitte. Rucksack oder so und sag mir mal, was da drin ist. Rucksack. Einmal Pilze und ein Taser. Den haben wir ja auch noch. Schmeiß den raus. Schmeiß den mal hier in das Auto rein. Okay. Mhm. Die Pilze auch. Den macht den Rucksack leer. Ja. Okay, nächste Tasche. Alter, ein Mushroom, was? Hab ich auch nicht verstanden, warum wir das gemacht haben. Ich hol den jetzt mit Scheiß drauf. So, das. War das schon einzeln verpackt oder was? Yeah. Ja. Die ist die Tasche mit den ganzen Shrooms, okay. Die kann von mir aus auch da drin bleiben. So, und der. Die Ringe. Super. So, der rote Rucksack ist leer, ne? Mhm. Ja, schnapp dir den mal. Hol den mal direkt mit. Ey, was hast du jetzt noch da drin? Also ich habe noch die zwei Magazine. Ich habe jetzt noch meine Tasche mit, wo der Laptop drin ist und noch Führerscheine und Stick. Ist da noch Platz? Ja, da ist noch Platz. Kannst du die drei Führer, die drei Ausweise und den Führerschein noch da reinschmeißen? Nein. Hm. Der Geldkoffer muss weg. Führt kein Weg dran vorbei. Ja, dann. So. Weißt du was? Pass auf. Mach deine Tasche einfach so, wie sie ist, da rein. Ich hol die Pilztasche mit, die kommt jetzt wieder zurück. Da ist doch der Hund drauf. Und die Magazine macht ihr bitte auch alle da rein. Ja, ja, ich hab keins mehr. Das ist ja ein Traum. So, kommen wir so klar. Können wir da unten noch irgendwie sinniger Platz schaffen? Wird mein Herz aufgehen, diese Pilztasche, ne, kriegen wir nicht mehr da rein. Ja, okay, dann lassen wir das so, wie es ist. Ja, dann sperr ab und fertig. Also, das heißt, wir warte, ich hab, Moment. Eine Sache muss ich jetzt noch mal kurz ausprobieren. Nehmen wir? Also, nehmen wir jetzt den Geldfall mit und lassen den irgendwo, keine Ahnung, verschwinden? Lass den mal da drin. Lass den einfach unten auf die Axt, ja, weg. Taser? Hatte den? Ist der? Der ist oben rechts in der Tasche. Okay. Sind alle Knarren, deswegen sind da auch alle Magazine drin. Sind die alle geladen, ja. Okay. Dann absperren, Abfahrt.
Abgesperrt. Ja, die Karre ist zu. Sicher. Ja. Schrei, Alter. Ich sehe schon, ich guck mir morgen mal den Lack vorne an. Weiß nicht, was du meinst. Ich muss mein Auto in die Werkstatt kriegen. Muss ich die Tage mal alles anrufen. Wenn Jim sich aus dem Staub gemacht hat, dann ist das Yellow jetzt ja für den Arsch. James. Nicht Jim. So. Gottplatz James, nicht Jim. Ah, alles klar. Oh mein Gott. Ja, ich... Sorry. Der heißt auch James. Eigentlich. Ja, aber... Deswegen nennen wir den einen ja Jim und den anderen James. Ja, alles klar. Oh mein Gott. Kurzer Herzinfarkt. Wo ist Major Mushroom? Was? Max! Ich glaube, der ist noch nicht wieder da. Werkstatt sonst? Wo wir die Feuerwehr? Ja? Willst du das gerade machen? Ja, ich bin nett. Sogar Stück. Ich hab da noch was. Hab ich eben mal eingesteckt, als die Cops um die Ecke gekommen sind. Nun. Mach das mal wieder rein, wo es herkommt. So, jetzt müssen wir mal, pass mal auf, ich hab eine Idee. Ich hab so eine krasse Idee, ey. Ich glaube, das ist nicht hoch genug, das Zeug hier. Das Gestrüpp. Nee, da hinten, guck mal, unter die Treppe, da ist eine Lücke, Mann. Okay. Ja, ist ein bisschen eng, aber vielleicht. Ja, ich weiß, oder von der anderen Seite. Oh Gott, ist das ja ein Struggle jetzt. Ja, von Chance. Eine Chance. Jetzt runter, unter den Wohnwagen. Muss mal gucken, ob das da reinkriegst, ja. Das lübt alles nicht.
scheiße, noch eins. Nee, das ist alles nix. Ansonsten haben wir direkt hier vorne ein paar höhere Büsche, ne? Hier links rum zum Beispiel. Hinter die Palme vielleicht irgendwo. Ja, oder auf der, hier auf der Seite. Ja, die Palme auf der anderen Seite, da ist sonst auch noch nicht. Ja, ist schwierig auf der anderen Seite. Ja, ist zu nah an der Straße, siehst du von da. Fick der Axt noch eins, Alter. Die Tasche ist zu fett. Wie ist mit dem Strauch? Das ist zu offensichtlich. Wenn wir auf diese Schilder hochkämen, wäre das godlike. Ah, nee, das ist egal, das nicht aus Gründen. Nee. Keine gute Idee. Die sieht dich auch jeder, wenn du da hochklettern würdest, wenn man draufkommen würde. Cool. Ansonsten weiter zu dem Berg hoch da. Aber das ist halt weiter weg, ne? Was denn? Naja, wenn du da den Berg so ein bisschen hochgehst, da hast du unglaublich viel Strauchwerk und sowas. Ja, nee, die soll schon hier auf dem Gelände irgendwo rumstehen. Ja. Hm? Ich überleg gerade, wo ich die Tasche verstecken kann. Zwischen dem Müll. Ich hab eine Idee. Das ist eine geile Idee, Alter. Fertig. Ja. Sieht aus, als würde sie dazu gehören. Kommt keiner drauf, oder? Wenn das nicht weiß. Von hier vielleicht, aber da musst du schon wissen, dass sie da ist. Ja, yeah, und die könnte halt dazu gehören. Ein Stück da runter. Ich krieg die auch noch ein Stück da. Was soll ich eigentlich mit dem leeren Rucksack machen? Einfach oben in den roten Schrank? Ja. Oder unten in den, ja, in irgendeinen Schrank kannst du den schmeißen, auf jeden Fall. Okay. Warum? Jo. Hey. Na? Weißt du schon, wie es Sonntag aussieht? Es sieht besser aus, tatsächlich. Okay, das heißt, du kannst? Ja, ich kann. Ja, weil ich nicht beim Boxen sein werde. Achso, also kann ich dich für Sonntag wieder eintragen? Das Problem ist, ich weiß noch nicht genau, wann unser wöchentlicher Termin ist. Das kann ich dir leider nicht sagen. Das kann trotzdem Sonntag sein. Das kann aber Samstag sein. Ja, mach das. Also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt höher, sag ich mal. Okay. Können wir am Wochenende mal kurz reden? Klar. Ein anderes Thema. Klar. Alles klar. Nur so Zeit. Wie gesagt, ist noch nicht absehbar. Weiß ich wahrscheinlich morgen? Wie es am Wochenende aussieht, generell. Melde dich dann einfach mal, oder? Ja, mach ich. Gut. Ja, ciao. Jo, ciao. Der Spalt? Was? Ja, unter der Treppe haben wir auch schon, aber da kriegst du die Tasche leider nicht rein. Wir haben es schon versucht, glaub mir. Die Tasche ist zu fett dafür. Die Tasche ist einfach zu fett. Ja. Ja komm, ich schmeiß die hinter die Kartons, fertig, aus. Ja.
das Fenster gefallen, ihr Mensch. Was? Was ist los? Was hat euch kaputt gemacht? Warte mal, ich krieg ich Safe nochmal hin, Alter. Was? Nee, das wird nie wieder funktionieren, Alter. Ja, nun, cool, hätten wir das auch erledigt? Ja, lass dich mal drüber reden. Cool. Ja, schön. Oh, ich hab einen Muffin. Schön für dich. Schluck dich nicht dran. Der Boxen hat sich ja offiziell erledigt, ne? Ja, soweit ich das mitgekriegt habe, schon. Ist so, ich habe uns gestern abgemeldet. Okay. Jo. Ist wie es ist. Jo. Blake Ryan. Wer ist das denn? Wer? Blake Ryan, der ist am 1.9. gestorben. Kennt den jemand? Blake Ryan sagt mir nichts. Glaube ich, nee. Warte mal. Alt ist er auf jeden Fall nicht geworden. Keine Ahnung, mir kommt der Typ aber bekannt vor. Mit so einem Allerweltsgesicht. Ich verbinde das auch mit jemandem, deswegen. Thanksgiving feiern. Ah. Das hat auch ganz schön viel auf. Ja, ist mir eben auch schon aufgefallen. Der Thriftshop offen? Da würde ich gerne mal hin. Heute Vormittag auf. Ja, Vormittag. Suchst du was Bestimmtes? Diesen geilen Beanie suche ich. Den gibt's aktuell nicht. Kann ich dir sagen. Was für ein geiles Ding. Hä? Suche den Beanie. Ah, die haben gerade keine Beanies. Nur so Caps. Ich kann ja mal die Augen offen halten. Ja, da bin. Nee, ein Beanie für Riesenköpfe habe ich leider nicht mehr zu Hause. Boah,
Was? Boah, was? Eric hat seinen ganzen Stuff jetzt hier gelassen, oder? Kleiner Assi, ja. Alter. Haut er einfach ab. In deiner Wohnung. Ja, natürlich in seiner Wohnung. Mhm. Jemandem aufgefallen, dass ich eine neue Haarfarbe habe übrigens? Ja, ist mir gestern schon aufgefallen. Ja. Was hast du gesagt? Was? Ava, was hast du gesagt? Es ist mir gestern auch schon aufgefallen, aber ich dachte, ich kommentiere nicht wieder deine Haare, weil dann wirst du wieder... Ja, sag ja. Bitte, jetzt will ich deine ehrliche Meinung hören. Dunklere lieber. Fick dich doch, ey. Siehst du? Du wirst dann immer eine Zicke. Ich glaube, das rüsselt hier. Hast du jetzt den Erik oder was? Nö, ich hab nur Spaß gemacht. Ist halt ungewohnt. Das ist alles. Hauptsache, du fühlst dich wohl, bist damit glücklich und Azul ist damit glücklich. Hm. Alles andere, das... Du machst das schon. Sag mal, wo sind denn jetzt alle? Habe ich mich auch schon gefragt. Also Pax und Dallas sind anscheinend noch im MD. Da waren sie zumindest zuletzt. Keine Ahnung, wo die anderen beiden sind. Die Knack. Oh, kann ja nicht lang dauern. Sind doch noch alle Fahrzeuge da, oder? Pax und Dallas sind im Kalahari gefahren, aber ich krieg's nicht ran. Nein. Ich bin aufgelaufen. Ah, ja, natürlich.